Moin Moin, hier ist Angelus. Es geht weiter mit der Story-Kampagne von Avengers. Kamala ist leider jetzt ganz allein auf der Chimera. Die Avengers haben sich wieder zerstritten, sind wieder ausgeflogen. Das Übliche. Aber Kamala möchte sie gerne wieder zusammenführen und glaubt, sie könnte noch was in den Aufzeichnungen vom Verhör von Monica finden. Und deswegen geht es da jetzt mit heute weiter. Und wir hören uns nochmal die Aufzeichnung an. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Avengers-Folge. Moin Moin. Gehen wir mal rein in den Verhörraum. So, da können wir das Ding hier anhören. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monica, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Das ist sinnlos. Stell die Erde auf den Kopf. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Peter, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist... Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Und ich dich noch mehr. Die Adeptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Hä? Ist das Labor im All oder was? Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich weiß, dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Die ergänzen sich halt immer gut, die Avengers. Ja.
Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut. Ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay. Okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Star was? Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, ja. Langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jones, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. Ins All fliegen mit neuen Boostern. Okay. Sind wir wieder Iron Man. Naja, ein S.H.I.E.L.D.-Labor benutzen die. Ob das jetzt so schwierig zu finden war, wenn sie mal die Unterlagen durchgeguckt hätten, was S.H.I.E.L.D. alles so für Labore hätten oder hat, wäre man da vielleicht alleine drauf gekommen. Aber Kamala ist clever. So, Dr. Pym anrufen. In die Utah Badlands. 3 Missionen auch noch. Achso, nur eine. So, Agonie und der Ameisenhügel. Okay. Hören wir uns mal an, was Dr. Pym zu sagen hat und wie er uns da helfen kann, ins All zu kommen. Bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner Pym-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig, da reinzukommen. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, Ned. Wir waren Idioten. Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Und haben keine Zeit. Okay. Die nächste Mission steht an. Jetzt kann ich sogar Held und Gefährten wählen. Sauber. Mal gucken, ob ich da... Ich hab Bock auf Black Widow. Auswählen. Habe ich. Dauert noch. Dauert noch. Er lädt noch. Hat es geklappt oder nicht? Doch. Hoffe ich. Na, sie ist auf jeden Fall umrandet. So. Black Widow. Black Widow. Ja, okay. So mache ich das. Der Countdown läuft. Haben Sie noch was zu erzählen? AIM hat meine Forschung konfisziert, als ich aufgegriffen wurde. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay. Es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut. Ich mag es laut und direkt. Ein großes Team, aber Thor ist nicht dabei. Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, Ned, dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf.
Okay. Wie viele super geheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste. Neben New York. Nur, dass das Gebiet hier genauso aussieht wie das Gebiet, wo wir schon mal waren. Also auch jetzt hier von der Felsformation her. Naja, kann man nichts machen. Utah Badlands, ne? Die sehen halt immer so aus. Okay, viele Brücken da vorne. Bist du nervös mit Pimps Partikel-Tech an deiner Rüstung? Hank ist klug, aber seine Pimp-Partikel sind bestenfalls instabil. Wenn er es hinkriegt, dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh Mist. Schon wieder. Kanal wechseln. Schon wieder. Du sagst es, Iron Man. Schon wieder Bots. Kommst du mal hier hoch? Gegner neutralisiert. Hui. Was für eine Sprungkraft die hat. Weg mit der. Ich glaube, der ist noch da. Aber mit dem großen Team rennen wir doch hier einfach so durch wie Butter, ey. Glaube ich. Ist ja nicht mehr weit. Noch mehr Sprungkraft. Okay, da porten sich wieder einige her. Schöner Meuchelangriff. Mal schön, wenn man sich noch ein bisschen ranschleichen kann. Da ist die Hyperschaltkreisstation. Sie wird von einem Kraftfeld geschützt. Zerstört seine Energiequelle, dann hacke ich ihr System und rufe einen Zug. Verstanden. Okay. Ein Zug. Damit wir da reinfahren können, oder was? Wo sind die denn alle? Sind da. Ah. Ich hatte doch irgendwo Geräusche gehört von beweglichen elektrischen Dingern. Ich dachte, das wären Geschütze hier oben, aber irgendwie. Besuch! Schießt ja gar keiner. Da. Das sind Geschütze. Warum hängen die denn da hinten? Okay, dann muss das kaputt, oder? Immer drauf schießen, immer eine gute Idee. Da füllt sich auch der Kreis. Oh Mist, das ist nicht gut. Das klingt aber gar nicht gut. Hey, ich hab Versteckung. Hier heftige Firewalls. Ich brauche mehr Zeit. Okay, hol uns nur den Zug. Heiß am Boden. Schön ausgewichen. Was macht er denn? Er rollt rückwärts runter und fällt auf die Fresse. Mickrige Menschen, ey. Aber das sind ja Bots. Schon down. Hat mich da schon wieder einer von hinten angeschossen? Oh, ein Adapter heute. Mach Feierabend, heißt das. Das wird wehtun. Erstmal stunnen. Da machen die nichts. Ach, immer auf die Kleine. Ist noch so ein großer. Alter, wie weit fliegt der denn weg? Wie weit der denn da wegfliegt? Komm, ich kann ihn nochmal kontern. Nein, roter Angriff. Roter Angriff, nicht gut. Hat sogar ordentlich Schaden gemacht. Macht er jetzt nur noch roter Angriff? Nee. Und da ist er weg. Wieder schön seine Rüstung durchbrochen. Noch so einer. Auch down. Normaler braucht Hilfe. Ich muss erstmal die Übersicht behalten, wenn irgendwie alle dabei sind, ey. Ich krieg kalt schon hin. Mach den doch kalt. Okay, ich bin drin. Der Zug ist bereit. Aber alles ist in Alarmbereitschaft. Das kriegen wir schon hin. Tschu-tschu! Alles einsteigen! Echt jetzt, Tony? Wo ist denn der Zug? Bin blind. Guck mal, da sind noch Geschütze. Muss ich sie echt noch nachladen? Gute Arbeit! Sieht erstmal sauber aus! Erstmal sieht's sauber aus. Jarvis? Der fliegt da lang. Okay.
Nach oben? Nach oben. Yeah. Da ist der Zug. Ich dachte, der wäre irgendwo da in der Tür drin, dass man da irgendwie reingeht. Naja, egal. Sicherheitsfreigabe akzeptiert. Ist ein Schwebezug. Dr. Belova. Bitte gehen Sie an Bord. Dr. Belova? Belova. Eins meiner alten Aliase. Ah. Ihre gehackte ID war das. Verdammt. AIM am Ameisenhügel gesichtet. Wir brauchen dringend die Partikelprobe. AIM am Arsch. Wir sind vielleicht zu spät, Hank. Noch nicht. Wir sind gleich da. Holen wir uns, weshalb wir hier sind. Klingt nach einem Plan. Gut, dass die Züge so groß sind, dass der Hulk auch genügend Platz hat. Aber auch, ne, Bruce Banner hat sich ja rasiert. Sieht man natürlich beim Hulk natürlich selbstverständlich auch. Auch wenn er immer noch ein bisschen merkwürdig aussieht. Wann ist deine Trauer endlich vorbei? Das wird lustig. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja. Stehen ja öfters mal Truhen rum, ne? Wir schaffen das. Und Überraschung. Gegner neutralisiert. Ah, das habe ich mich unsichtbar gemacht. Ah, ja. Auch nicht so schlimm. Getarnt kann man aber gut Kisten öffnen. Nehmen wir gleich den nächsten. Der müsste mich eigentlich auch nicht kommen sehen. Was war das für eine Explosion? Ist wieder runter? Ja. Oh, Geschütze, Geschütze. Ging schmeckt. Ah, okay. Und da oben noch. Au, wow, 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 wow. Mach dein Schild weg. Geht doch. Hab dich gewarnt. Da ist noch einer. Habe ich den sein Schild weggeschossen mit den Pistolen? Auch praktisch. Hier da hinten hin. Ich muss weiter hoch. Geschütze. So. War mal wieder ein schöner Konterangriff. Oh, das ist ein großer. Jetzt mal ein bisschen hin, wo man mehr Platz hat zum Kämpfen. Oh, nicht in Iron Mans Strahl reinlaufen. Oh, oh. Hol ich erstmal meinen Stock raus. Wegen dem Panzer hier. Besser ist das. Au. Boah, und da ist ja noch ein Panzer. Dann wir den mal. Oh ja, Lebenspunkte schnell holen. Jetzt ist aber, übertreiben sie es hier natürlich schon wieder. Ich glaube, da stehen gerade drei von diesen großen Viechern, ey. Und ich bin immer Ziel Nummer 1. Geht doch. Reißen wir den Kern raus oder so. Ui, Zeitlupe. Geiler Move. Raus da. Voll in der Animation kommt irgendwie sowas. Aus der Explosion. Aber da hinten ist noch was Großes. Muss ich mal nachladen. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Keine Zeit für den. Okay, ich schicke Theo, einen meiner Agents, zu eurer Position. Er teleportiert euch und die Partikelprobe zurück zum Ameisenhügel. Oh, Teleportation? Wow, das wird interessant. Bitte beeilt euch. Ihr müsst zurück sein, bevor sie uns erreichen.
Energiestrahl vermisst! Nice, das war Teamwork. Den hat er schön von hinten weggebrannt. Haut dahin. Er fliegt aber. Oh, 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 toll. Renn ich da gerade rein? Wo er einen Bodenangriff macht. Gute Nacht, Schätzchen! Da auch nochmal raus. Okay. Und der Takedown-Move. Na, raus, 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 raus. Mit dem Brustton der Überzeugung. Alter, die ganzen Bodeneffekte, guck dir mal an. Ich weiß gar nicht mehr, wo du hier stehen sollst. Alle hinter Hulk her, das finde ich gut. Er ist schon down. Können wir endlich mal down gehen alle? Noch ein Takedown. Sehr schön. Einen von 1000. Wer schießt da? Keiner mehr? Keiner mehr. Wo müssen wir lang? Da oben. Jetzt müssen wir wieder darunter. An die Konsole. Okay, was ist das denn? Noch ein Kern? Ey, wer unterbricht mich da? Ich hack doch hier. Hab's. Haben wir es mitgenommen? Ja. Lebenspunkte holen. Wir haben das Partikeldock. Hank? Verdammt, Pim, wo ist dein Kontakt? Er müsste dort sein. Ich glaube, wir werden nicht teleportiert. Doch, da. Da ist er. In Avengers, letzter Sekunde. Schnell! Wo ist das Pim-Partikel? Habe ich. In der Hosentasche. Hoffentlich kann er uns alle teleportieren oder vielleicht ist Hulk zu groß. Bring uns zum Ameisenhügel. Sie brauchen unsere Hilfe. Nicht, ihr werdet an der Front gebraucht. Nicht, dass er überanstrengt. Es könnte Turbulenzen geben. Hui, weg. Das war ein ganz schönes Chaos-Tumult, wenn alle zusammen da kämpfen. Ach, danke. Ich bringe das Partikel zu Dr. Pym. Was ist das hier? Hey, Resistance-Mann, informier uns bitte. Was ist das hier? Das ist ein Unterschlupf beim Ameisenhügel. Sicher scheint er nicht zu sein. Irgendwie nicht, nee. Ich glaube, hier wird auch gerade was angegriffen, oder? Das wird halt leuchtet noch. Avengers, haut ab da und verschafft uns etwas Zeit. Was ist denn los, verdammt? Beschäftigt ihn einfach. Ich komme, sobald ich kann. Das ist ein Gegner. Das ist nicht Roy. Okay, die Avengers sind hier. Ziehen wir es durch. Feind am Boden. Ziehen wir was durch? Die Verteidigung oder läuft hier noch was anderes? Weg mit dir. Oh, oh, oh. Okay, der muss weg. Fliegende Drohnen, immer schlecht. Oh, ich wollte nicht Hulk treten, sorry. Ich denke, das waren erstmal alle. Alter, hier brennt ja alles. Was ist das denn, was da gelandet ist? Neuer großer Riesengegner? Es wird ein Roboter sein, oder? Verdammt. Kriegsbot. Das ist nicht gut. Ames Maschine wird in wenigen Minuten durch sein. Dann schalten wir sie aus. Der bohrt. Das ist eine Bohrmaschine. Auch noch. Okay, wo greife ich da an? Wo kriegt er Schaden? Da. Erstmal die Geschütze wegmachen. War das gerade Hulk? Alter, halt mal still. Der fliegt mir da immer vor die Linse. Ziehen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Lüftung an den Beinen, okay. Ich nehme das hintere hier. Da ist gerade kein Bodeneffekt. Ah, okay. Gut gemacht. Und raus da.
Er stampft wild auf. Jetzt nehmen wir den hier. Oh, das geht schnell. Ich dachte, einen nach dem anderen geschützt wegschießen, dass er dann Leben verliert. Wow. Wir müssen das ausweichen. Greifen Sie sein Auge an. Das Auge. Kann das mal runterkommen? Oh ja, danke schön. Muss ich nicht hochspringen. Achtung, Laser. Okay, es dauert halt ein bisschen länger. Aber irgendwie sind alle Beine gerade angegriffen schon. Das Geschütz hat wieder neues Leben gekriegt. Das Nachladen nervt. Muss das Bild so wackeln? Wie willst du denn da zielen, ey? Das ist Geschütz ist weg. So, was sind jetzt die Schwachstellen? Da oben. Sie darauf. Gott, das ist aber auch... Kann ich da hochspringen? Oh ja, wir können klettern. Perfekt. Mit den Pistolen dauert das einfach zu lange. Das wäre natürlich mit einem Held, der schwebt, leichter. Ich glaube, wir hatten ja, glaube ich, auch Iron Man als Auswahl für die Mission. Ah, guck mal hier. Die Rückseite der Füße geht auch. Ich war doch nicht mehr im roten Bereich drin. Ich fall trotzdem noch um. Okay. Besser. Alk, ja, stell dich mit deinem fetten Arsch davor. Ey. Vorsicht, er beugt sich auf. Wir sind schon. Okay, dann das Auge angreifen. Okay, bin nochmal weggekommen. Kommt das Auge runter? Nö. Dann brauche ich noch mehr Lüftungen an den Seiten wahrscheinlich. Die Geschütze kommen immer neu, merkt ihr? Das da vorne habe ich schon weggeschossen. Aber ich glaube, hier drüben auf der Seite habe ich die Lüftung noch nicht. Gehen Sie auf das Auge. Okay, jetzt haben die anderen gemacht. Dankeschön. Dafür sind Teamkameraden noch da. Ja, der war nicht mal halbes Leben verloren. Oh. Ich glaube, er wird wieder sauer. Was greifen wir jetzt noch an? Alter, wie wild der jetzt aufstammt. Vielleicht jetzt auf ihn rauf? Ist da irgendwas zu finden hier? Nö. Die Seitenlüftungen sind wieder angreifbar. Okay. Es wird ja immer schwieriger anzugreifen. Eins weniger. Da ist noch was. Warte mal, das ist oben auf dem Dach, ne? Da sind irgendwie so Dinger rausgekommen. Hier! Wow! Er schüttelt mich ab. Der ist down. Die Flammenwerfer müssen mal weg da oben. Die kann ich auch ausschalten. Erstmal wieder raufkommen. Komm hoch! Da. Hey. Ja, wieder Seitenlage hier. Des Todes. Weil er sich dreht. Okay, Flammenwerfer weg. Der auch. Wow. Ey, dieses Blitz da oben immer. Immer wieder musst du neu hochspringen. Das ist nur ein Ding. Okay, und runter. Die sind erstmal weg. Da ist noch eine Lüftung an der Seite. Oder noch mehr nachher. Er bäumt sich auf. Alk rennt mir wieder vor die Flinse, ey. Das macht er gerne. Da noch was? Nee, ich bin geschützt. Lüftungen sind hinten. Also da. Aber wenn ich auf das Bein raufkomme hier, müsste ich eigentlich da ganz gut hier noch gegenschlagen können. Dieses eine. Ja, Black Widow ist nicht unbedingt die
gute Wahl für diese Mission. Ne? Vielleicht sollte man da wirklich immer bei den Helden bleiben, die für die Story auch am Anfang automatisch ausgewählt werden. Weil mit Iron Man fliegst du einfach davor und dann machst du Laser. Und dann sind die weg. So, jetzt sehe ich dann nur Geschütze, die sowieso wieder neu kommen. Wo ist noch eine Schwachstelle oder eine Lüftung? Alter, der ist ganz schön am Qualm, aber immer noch nicht down halt. Da ist noch eine. An dem Bein. Beide noch da. Er ist wieder unten. Auge anvisieren. Auge? Auge um Auge. Oh, hier durchrutschen. Und jetzt, das müsste es gewesen sein. Ach, jetzt macht das. Mach die Bodeneffekte weg. Jawohl, da geht er down. Da geht er down. Der Kriegsbot ist jetzt nur noch ein Schrottbot. Altmetall. Aber bitte das Trennen nicht vergessen. Ist bestimmt auch noch Plastik drin. Da hast du's, Aim. Sir, ich orte eine enorme Teleportsignatur. What? Verdammt. Ja, ist klar. Kommt einfach noch einer. Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort. Das glaube ich nicht. Hank, einsatzbereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich. Neue Pimp-Partikelwaffe. So sind die Bots viel, viel niedlicher. Unglaublich. Es hat geklappt. Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Sag ich doch. Kinderspielzeug. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Das ist witzig. Solche Waffen brauchen Ant-Man. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten Pym-Partikel zur Chimera transportieren. Alles Danke, Doc. Klar. Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Nice. Okay, Leute, das war die Mission für heute. War wieder ordentlich was los. Fast alle Avengers mit dabei. Thor hat sich nicht blicken lassen. Der ist immer noch irgendwie beleidigt und angepisst oder sauer auf Tony. Keine Ahnung. Aber die anderen waren da dabei. Ein bisschen unübersichtlich dann im Kampf, wenn so viele da rumwuseln. Und dann gab es den riesen Bosskampf gegen den AIM-Bot. Den AIM-Bot. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut, ciao.